habe hier noch einen Termin ausgemacht, nicht so wichtig. Aber dann schreibe ich jetzt einfach. Wo ist der? Also gestern hatte ich Besuch. Ja. Wo ich nicht Nein sagen konnte, von einem Mann, mit dem ich zusammen vor 30 Jahren nach Deutschland kam. Okay. Wo wir hier die ersten Wohnungen hatten. Er war damals Greifenhagener Straße und ich Lüchener. Ja. Der kommt auch in meinem Buch, in meinem ersten Buch vor. Ja. Und jetzt hat er eine neue Frau, wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen. Er kam zu mir. 8 Stunden hat es gedauert. Ich möchte auch gerne deine Mutter sehen, okay, dachte ich, dann machen wir um 6 einen Termin, dann sind wir um 9 fertig. So. Okay. 8 Stunden bis um 2 Uhr nachts. Also der war wirklich nicht aufzuhalten. So ein typischer, so ein Russenbesuch. Ja. Spontan, aber lang und herzlich. Bis alles ausgetrunken, aufgegessen ist. Und, ja, gibt's nicht mehr. Oh, wir müssen gehen. Wie viel Uhr war es? Um 2. Um 2. Und dann bist du schon wieder so fit. Nun war ich um 8 wach. Also mit dem Alter braucht man weniger Schlaf. Das habe ich jetzt festgestellt für mich. Immer neugierig aufs Leben. Es ist, ich stelle mir immer vor, oder habe mir ganz viel vorgestellt, dass du den ganzen Tag in einem Café sitzt und sitzt mit deinem Buch und das wäre schön. Das wäre schön. Nein, in Wahrheit, es wird immer schlimmer. Ich war schon immer eine faule Sau, aber jetzt gibt es so viel Interessantes im Leben, was man machen kann, dass ich überhaupt nicht zum Schreiben komme. Ich brauche Wochen, um eine Geschichte zu Papier zu bringen. Ich habe früher so Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. Dann habe ich vergessen, wo diese Notizen sind und ob ich sie gemacht habe. Aber jetzt habe ich entdeckt, das kann man im Telefon machen. Hast du auch so ein Wort? Ja, genau. Und da kannst du sie gar nicht vergessen. Oder verlieren. Ja. Oder das Handy. Und das mache ich ja. Aber wenn dann so ein Blatt voll ist und ist schon längst klar, warum es geht in der Geschichte, muss man sich schon hinsetzen und arbeiten. Ja. Und da habe ich Probleme damit. Aber im Zug ist es sehr gut. Im Zug? Längere Zugfahrten. Fährst du nach Brandenburg raus auch mit dem Zug oder mit dem Auto? Nee, mit dem Auto. Willst du nicht da? Also so rum. Soll ich erzählen, was mich mit dieser Gegend verbindet? Ja, mach doch mal. Also hier diese 3 Straßen sind sehr wichtig. Schliemann, hier, da war Richtung Stargarten, war eine ganz tolle Kneipe. Da habe ich meinen ersten Joint in Deutschland geraucht, glaube ich. Und festgestellt, dass hier Gras ganz anders schmeckt als bei uns in Russland. Okay. Weil bei uns in Russland hat man so große Tüten gebaut. Okay. So ein 100 Gramm, fast locker. Yeah. Und man hatte dann noch so einen leichten Rausch. Yeah. Das war sehr schwach. Alter. Und hier waren die Menschen schon auf einem ganz anderen Niveau. Da reicht schon ein Zug und der Abend ist gelaufen. Ja, genau, ja. Das war eine fantastische Kneipe. Yeah. Und da hat ein Freund von mir gearbeitet hinterm Tresen, der war halb Russe, halb Deutsche, also hatte eine russische Mutter und Taschenvater. Das war unser erster Übersetzer, unser Dolmetscher. Also so konnten wir quasi hier Kontakt aufnehmen mit der Urbevölkerung. Ja. Dunkerstraße, da waren die ersten Partys in diesem besetzten Haus links hier auch. Auf dem Hof, die waren sehr nett. Da waren auch Russen im Hinterhof, die da gewohnt haben. Ja. Da habe ich zum ersten Mal wahrscheinlich Techno gehört. Hat mich nicht so fasziniert, auch heute nicht mehr. Okay. Ihr habt den Trend gesetzt. Die Frage nach dem Warum, das stellte sich für viele nicht. Ja. Das war also dieser Weg damals aus Moskau nach Ostberlin, war der einzige Weg, der uns rausführte aus der Heimat. Allerdings hier war das schon immer sehr wichtig. Ja. Glaube ich, auch heute noch ist für die Deutschen sehr wichtig die Frage, warum Deutschland? Was Menschen hier an diesem Land so toll finden? Was kann man hier überhaupt toll finden? Fragen sich viele. Und das interessiert sie natürlich sehr. Das hat auch mit dem Selbstwertgefühl etwas zu tun. Ich glaube schon, dass selbst die AfD-Mitglieder sich freuen, dass so viele ihr Land so
mögen. Mögen, ja. 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 Dass sie sie nicht haben wollen, ist eine andere Sache, ja. Ich hab, aber schön, ja, schon schön ist das, ja. Ja, du hast ja was wäre, wenn die ganzen Flüchtlingsströme um Deutschland herum, also weiter und sagen, lieber sterben wir als hierher zu kommen? Das wäre doch nicht gut. Ja, ich weiß nicht über einen Schäfer, der die immer dahin bringt. Die Geschichte kennst du nicht? Wir haben jetzt Schafe vor der Marschmeligkeile. Da sind auch Park. Welche. Ja, da ja. Steht auch überall ausgeschildert, fasst die Schafe bitte nicht an und so. Die werden als Rasenmäher dort, ja. Das sind 20 Stück. Sehr schön. Ja. Ja. Mein Sohn hat sich als erster entdeckt, obwohl er wohnt ja gar nicht mehr dort. Er ja. Ist ja umgezogen in Schellenberger Straße. Ja. Er war da Sport machen oder was weiß ich. Und sagt, ja, Papa, guck mal, die stehen da auf dem Hügel. Ja. Sehr schickes Bild, also so, eine, ja. So eine, ein Stück Natur in einer urbanen Landschaft, ja. Gerade auf dieser Max-Schwellenhalle ja. Oben drauf stehen sie. Okay, habe ich noch gar nicht, ich kenne das. Da ist ich ja Gras. Das ja, ja, genau, das da stehen noch. Sie. Okay, muss ich mir mal angucken. Du bist ja auch im Mauerpark unheimlich engagiert. Nein, also viel weniger als meine Nachbarn, aber ich bin auch selten da. Hallo, hi. Hm. Ist er, klar, das Schaf ist drin, siehst du, sonst stand es immer draußen. Hi. Das ist mein, da stehen die Schafe nämlich. Schöne Schafe, ja? Dafür, Scheren. Aber ich habe gesehen, du hast ganz viele Videos auch für den Mauerpark hab gedreht. Habe ich gemacht, ja. Du hast sogar Angela Merkel ein Video, einen offenen Brief. Da ging es um Klimawandel. Genau, ja. Genau. Ich habe dich. Ja, wir dürfen nicht alle Probleme der Welt jetzt Greta überlassen, oder? Also und anderen Kids. Ja. Ab und zu mal auch, jetzt als Erwachsener fühle ich mich auch zuständig ein bisschen dafür. Ja. Obwohl natürlich Greta viel mehr zu tun damit hat. Ja. Ja. Und viel mehr bewegen kann als wir. Hat sie dir geantwortet? Frau Merkel? Ja. Na, also den Brief haben viele gelesen, glaube ich auch. Ja. Ja. Wahrscheinlich bekommen sie viele solche aber du Briefe. Hast keine auf jeden Fall bekommen. Hat es viele auch. Nee. Ich meine, meinst du jetzt als Videobotschaft von Merkel? Oder als lieber Wladimir. Lieber Wladimir, danke für nee, deine. Nee. Okay, good. Dann hat sie es vielleicht noch nicht gelesen. Doch, doch, bestimmt. Ach, Hand aufs Herz. Merkel hat wahrscheinlich mehr gemacht für Veränderung der Klimapolitik als ja. 5 Bundeskanzler vor ihr. Insofern. Ja. Sollte man nicht meckern eigentlich. Ja. Du hast, und dass die Deutschen so engagiert sind, finde ich super. Das ist auch ein bisschen so diese Rettungsmission der Deutschen, die da ja. durchleuchtet. Die ja. so gerne alles Mögliche retten. Ob das jetzt ein Wald ist oder Griechenland oder EU oder ja. Deutsche Bank vor der Pleite. Die Deutschen retten alle. Ja. Und auch Klima. Auch den Planeten. Warum nicht? Ja. Die Frage ist bloß, was sie dann machen, wenn sie alle gerettet haben. Das ist ja recht engagiert. Auch da macht jetzt nur die Entwicklung Sorge von Deutschland. Du lebst ja auch teilweise in Brandenburg. Du hast geschrieben über dein Dorf, was ihr alles gemacht habt, was stattgefunden hat. Aber mein Nachbar im Dorf. Wir haben ja 200 Leute dort, ja? Ja. Und ungefähr 140 gehen zur Wahl. Da wurde ja vor kurzem gewählt. Und mein Nachbar saß als Wahlkämpfer. Quatsch, Wahl. Leiter? Nein, nicht Leiter. Beobachter, ja. Also wir. Okay. Wahlhelfer. Wahlhelfer. Also jemand, der da sitzt. Ja. Und er hat gesagt, er wusste sofort, wie die AfD ist. Da sind nämlich Menschen, das ist Originalton, ja, die ihre Zettel zweimal falten. Okay, und die erkennt man sofort. Ja, also die wollen nicht, dass jemand weiß, was sie gewählt hat. Normalerweise falten sie einmal einen Zettel genau. Und rein damit. Passt. Ja, genau. Und wenn sie zweimal falten. Also. Und wie viele waren das, fragte ich ihn. Ja, sagt er. So ungefähr auch so 30%. Ich glaube, ja, also viele Einwohner hat das Dorf, oder? Nee, das hat 200 Einwohner, 140, 144 waren zur Wahl. Zugelassen. Und davon ein Drittel. Die gekommen. Ja. Ach so, die gekommen sind. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja, denke ich. Ach, die sind alle zugelassen, das sind ältere Menschen. Ja. Ob ich mir Sorgen mache, jetzt, mache um die Welt? Oder wie war deine Frage? Welt, um Deutschland, dass Deutschland nach rechts rückt, dass das. Deutschland ist super. Das ist eine große Herausforderung. Ja. Und, nicht Deutschland rückt nach rechts. Also diese Entwicklung illustriert
der erbitterte Widerstand der Archaik gegen moderne Zeiten. Ja. Die will nicht untergehen. Verständlich auch, wir wissen das schon. Ja. Und Menschen, die für sich keinen Platz sehen in diesem neuen Jahrhundert, steht sehr viel auf der Karte. Ja. Das ist kein Rechtsruck im Sinne von wie vor 100 Jahren, sondern das ist eine ganz andere Situation. Das ist quasi aus einem Ungleichgewicht entstanden, wo die Moderne, die gingen ja eine Zeit lang wirklich so Schritt und Schritt nebeneinander. Ja. Es ging schon. Ja? Und dann hat die Moderne hat die Archaik gefüttert ein bisschen, sagt, ja, das sind unsere wunderbaren Traditionen und das auch schön. Ja. Tolle Sachen. Und dann irgendwann mal mit diesem Internet anscheinend ist Moderne so weit nach vorne gesprungen und Archaik ist dann stecken geblieben, niemand wollte sie mehr. Eigentlich so ist das auch ein trauriger Abgang. Ist das Angst? Und die Politik, du findest keine Partei in keinem Land, die sagt, ja, wir haben hier ein Drittel des Landes überflüssige Menschen, unqualifiziertes Personal, die werden es nie lernen, sie müssen irgendwie weg. Ja. Das gibt's nicht. Okay. Ja, das kannst du nicht als Politiker sagen, natürlich. Ja. Deswegen geben sie jetzt quasi den Spinner das Wort und denken, das regelt sich von alleine und dann kommen sie zurück und alles ist schon modern und sauber. Ja. Und hast du das natürlich auch nicht funktioniert. Nee, genau. Und hast du das Gefühl, es regelt sich von alleine oder was ist deine Sicht der Dinge? Wo geht der? Meine Sicht der Dinge ist natürlich, dass niemand weg soll. Ja. Niemand soll das Boot verlassen. Diese Welt ist so gebaut, dass sie eigentlich alle Menschen braucht. Müssen alle, ob jetzt, weil wir sind alle, glaube ich, zum Teil archaisch und zum Teil modern. Ja. Das, diese Trennung ist sehr schwierig. Du kannst nicht. Nee, Entschuldigung, ich muss. Also. Ja. Wie geht's der Familie? Wie geht's deiner Mutter? Deine Mutter, über die habe ich so viel gelesen. Ja, sie wird jetzt 88. Ja. Also der Familie geht es gut, jedem Einzelnen. Ich glaube, also mein Sohn findet nicht wirklich eine Beschäftigung, aber er sucht auch nicht. Er glaubt, dass diese Beschäftigung quasi von allein kommt zu ihm. Er will Kunst machen. Ja. Er will Künstler werden. Und er sagt, Kunst kann man nicht lernen. Also damit labert er mich immer wieder voll. Kunst kann man nicht lernen. Das, was du lernst, ist nur Handwerk. Ja. Und ich bin kein Handwerk und Kunst ist mehr als Handwerk. Ja. Okay, also diese Kunst, was das auch sein mag. Ja. Wenn man sie nicht lernen kann, wie trifft er euch dann? Ja. Kommt es von einer, du sitzt hier irgendwo und dann kommt die Kunst? Ja. Darf ich rein oder wie soll das passieren? Das weiß ich noch nicht. Das wird aber, also irgendwo. Das ist kompliziert. Und er hat jetzt eine Katze, meine Mutter hat eine Katze, meine Tochter hat zwei Katzen. Und die Katzen essen irgendwie falsch. Okay. Entweder zu wenig oder zu viel. Also jetzt, wenn wir uns verabschieden, nehme ich meine Mutter von zu Hause und fahre zu Sebastian, zu meinem Sohn, damit wir alle zusammen zu diesem Fettnapf gehen. Fressnapf? Genau. Und dann sucht ihr das richtige Futter. Naja, sie wissen beide schon was. Meine Mutter will für ihre Katze das mit Tomatensauce. Und Sebastian muss mit Stückchen. Also nicht Pastete, sondern mit Stückchen. Also Katzen werden mit dem Alter noch komplizierter als Menschen. Ja. Also meine Katze ist eine Schriftstellerkatze, habe ich gesehen. Und sie verlässt niemals den Stuhl. Die ist jetzt, also diese Katze ist jetzt bei Sebastian. Ach so, das ist die Katze, ja, die jetzt bei Sebastian. Ja, ja. Okay. Konntest du dich trennen? Ich dachte, ihr habt einen Sohn. Nee, es ist alles zerstreut jetzt bei uns. Weil der Sohn konnte sich nicht trennen von der Katze. Aber er benutzt auch diese Katze als eine Ausrede, warum er nicht groß was machen kann oder auf Weltreise gehen kann. Muss ja sich um die Katze kümmern. Ich habe ein Haustier. Ja, muss um die Katze kümmern, das ist wichtig. Okay. Meine Tochter hat morgen Geburtstag. Ja. Sie ist in Nizza. In Nizza? Ja, sie ist extra weggefahren, damit ihr keine beim Geburtstagfeiern stört. Keine Facebook-Karte. Nee. Aus dem Alter sind sie ja raus. Sie war 16, glaube ich, die Geschichte. Ja, und morgen wird sie 23. Ja. Sie hat jetzt ihr Studium fast fertig. Bachelor. Ja. Du weißt inzwischen, was sie studiert? Ja. Ich studiere ja mit. Sie gibt mir immer,
gute Bücher zu lesen, yeah, oder schickt mir auch, was ich lesen soll. Yeah. Exit Racism. Yeah. So. Also Bücher, die mich als Rassisten und Sexisten quasi auf einen besseren Weg bringen. Okay. Weil jeder von uns, yeah, ist das. Das ist, yeah, das ist inzwischen mir auch klar geworden. Yeah. Das liegt nicht an unserer Überzeugung oder, yeah, so, sondern an dem sozialen Umfeld. Yeah. Das ist so ein, in diesem Exit-Rassismus habe ich jetzt gelesen, das hat eine geschrieben, eine Professorin, glaube ich, die sich sehr mit dem Thema auseinandersetzt, yeah, wie verkalkt das quasi so in den Menschen ist, der nimmt Kinder im Kindergarten, yeah, so ein fünfjähriges Kind, yeah, auf die Frage, wo kommst du her, der sagt zuerst normal, so unbedarft, sagt er, aus der Toilette oder vom Kinderspielplatz. Yeah. Und dann einen Monat später hat er schon fertige Antwort. Yeah. Ich bin 5 Jahre alt, seit 10 Jahren in Deutschland. Yeah. Weil ja, die Menschen projizieren seine Hautfarbe, yeah, auf seine Herkunft. Also die, yeah, Eltern sind seit 10 Jahren in Deutschland. Yeah. Und auch daraus entsteht dieser Quatsch. 5 Jahre altes Kind, seit 10 Jahren in Deutschland. Yeah. Also, Das ist alles neu für mich. Ich habe früher diese Problematik nicht so ernst genommen. Aber erst, ja, seitdem meine Tochter studiert. Ja. Was ist das nächste Such Thema für deine Bücher? Was schwebt dir vor? Kreuzfahrt war ein super Buch. Das nächste Buch, das habe ich zum Teil auch bei Antje im Laden schon angelesen. Angedeutet. Ja. Genau. Da geht es gerade um diese sehr spannende Lebensphase, wenn die Kinder erwachsen, ja, werden und die Alten immer kindischer. Ja. Das ist eine Rückverwandlung. Ja, ja, ja. Das ist ein sehr, für mich ein sehr rundes Buch. Das beschreibe ich jetzt, ja, ja. Und danach möchte ich ein Buch machen. Über Enkelkinder habe ich gedacht. Nee. Nein. Das hoffe ich nicht. Also, nein, noch nicht. So, nee. Also die sind gar nicht so drauf. Nee. Okay. Die retten die Welt, Klima, ja, und nicht keine Kinder machen. Klima ist wichtiger. Okay. Finde ich auch. Ich dachte, das wird nochmal ein Riesenthema, Enkelkinder bei dir. Da habe ich gedacht. Vielleicht irgendwann mal. Vorstellen. Aber ich fühle mich gar nicht so alt jetzt. Wenn dann ist, nee, Großvater, wobei das natürlich auch recht, ja, alt klingt, aber Opa, so, wir kommen ja aus Hamburg. Na, Großvater war es dann eben groß. Das ist so wie Great Again. Also, ja, das ist, ja, ist, ja, als die, aber Kleinvater klingt auch komisch. Ich möchte ein Buch schreiben über Deutschland. Okay. Deutschland als Traumland. Ja. Deutschland als Paradies. Aber so, weil alle kritisieren Deutschland. Ja. Alle hocken quasi auf Deutschland. Ja, das stimmt nicht und hier. Und ich möchte ein Lob schreiben, weil das ein sehr tolles Land ist. Ja. Ein Lob schreiben. Und da werden das wahrscheinlich alle lesen und sagen, der verrascht uns doch. Also so ein Buch. Nee, das ist, bin ich gespannt, was du da findest. Du hältst einem ja sehr oft auch den Spiegel vor. Den, so, ne? Denn, man kann dir ja nicht böse sein. So, ne? Das ist, finde ich auch. Hast du schon jemals Anfeindungen gehabt? Hast du aufgrund deiner Bücher oder sonstiges, kriegst du auch mal böse E-Mails oder ist das immer mit so viel Charme und so viel Witz, dass keiner sich angegriffen fühlen kann? Auch wenn es jeder findet sich ja in deinen Büchern auch wieder. So, wenn ich weiß, bei der letzten Lesung, wo wir uns das erste Mal gesehen wenn haben. Ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel kritisches schreibe über Putins Regime in Russland, ja, über die zeitgenössische Politik, die, ja, in Russland ausgeübt wird, bekomme ich, also, glaube ich, von Ostdeutschen natürlich gleich einen Stapel böse Briefe. Ja. Weil sie alle, also sie sind blind, ja, und taub, was die aktuelle Situation betrifft. Ja. Für sie ist Putin gleich Russland und, ja, Russland ist der beste Freund. Und deutsch-sowjetische Freundschaft war ein Bestandteil, eine Grundlage quasi ihrer Bildung, ihres, ja, Lebens, ja, ihres sozialen Umfeldes. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Und da sehen Sie in mir quasi jemanden, der gegen die Freundschaft ist. Okay.
Obwohl ich ja genau das Gegenteil immer behauptet habe, sage ich, ja, Freundschaft ist wichtig, die Menschen sind okay, ja, die haben Probleme mit politischer Führung. Ja. Durch die Mängel dieses autoritären Systems können, ja, sie quasi das politische Personal nicht abquälen. Ja. Also quälen sie sich und kommen in diese idiotischen Situationen, ja, ja, wo dann diese, die Gouverneure von die alle ehemalige Leibwächter des Präsidenten sind. Ja. Er schickt seine Leibwächter, weil das sind die einzigen Menschen, denen er vertraut. Ja. Als Gouverneure in die Provinzen, dort leben Menschen, ja. Ja, wundern sich sehr, dass sie plötzlich so komische Leitung haben. Ja. Der Präsident stellt fest, dass Loyalität nicht die einzige Qualifikation ist, ja, die ein Gouverneur haben muss. Der muss noch reden können und ja, laufen auch zum Beispiel. Ja. Dein, hier hat auch ein Russe, ein Freund von mir, gewohnt. Der, ja. Kennst du die Schuhe hier? Ich weiß nicht, wer sie jemals da dran gemacht hat. Das, nee, weiß ich auch. Das ist einer, nee. Und hier im Keller spielten mehrmals tolle russische Bands. Auktion spielte ich hier. Das waren die besten Konzerte. Ja. Okay. So. Ich habe irgendwo mal gehört, dass du, oder du hast mal gesagt, dass du nicht nach Russland einreisen durftest, dass du kein Visum bekommen hast. Inzwischen ist das wieder so. Darfst du wieder? Bist du in Russland? Ab und zu? Nein. Nein. Also ich habe nicht versucht, ein Visum zu bekommen. Vorsicht! Ich habe nicht versucht. So. Nein. Nein. Ich habe bloß Warnungen bekommen von irgendwelchen Nichtregierungsorganisationen, die mir drohten, ja, ja, so, okay, wegen meiner kritischen Berichterstattung. Ah, okay. Und da ich ja kein Held bin, so von Natur aus, dachte ich, na gut, dann machen wir eine Pause. Nein, bin ich nicht. Das ist einfach, das ist eine dramatische Situation. Yeah. Russland ist für 2018 auf Platz 3 gekommen als Auswanderungsland nach Indien und Mexiko. Yeah. Sehr viele fahren weg. Yeah. Das war nie eigentlich, also so, yeah, so in dem Ausmaß war das, yeah, nie der Fall. Ich habe jetzt letzte Woche in Köln bei einem Radiosender mit einer türkischen Kollegin gesprochen. Yeah. Sie hat mir erzählt, über ein neues Phänomen, Neuturken heißt es. Neuturken, ja, das ist die jetzt von Erdogan quasi. Ja. In Deutschland 40.000 bis 50.000, ja, also schon viel. Ja. Und genau das gleiche haben wir mit den Russen, so Neurussen, ja, ja, also die jetzt, ja, quasi so Putin-Migration. Ja. Ja. Weil ökonomisch, wirtschaftlich kaum noch etwas möglich ist, ja, in Russland. Du musst entweder mit dem Regime kooperieren oder gar nicht. Ja. Also gehen viele weg. Und Menschen, die dort jetzt dagegen kämpfen, das sind nicht weniger. Das ist natürlich, das sind Helden in meinen Augen. Ja. Obwohl ich das eigentlich niemandem empfehlen kann. Die wahre Revolution dieses Jahrhunderts, glaube ich, ist jetzt gerade die Migration. Ja, ja. Dass man sagt, okay, muss ich jetzt hier mein Leben riskieren, ja, das Wohl meiner Familie aufs Spiel setzen, damit, ja, hier in 30 Jahren irgendein anderer dann an die Macht kommt. Ja. Oder ich fahre einfach 5 Kilometer weiter, wo alles schon geregelt ist und beginne dort ein neues Leben. Ja. Das ist schon eine Aufgabe. Harte Wahl, ja? Ja. Ja. Deswegen bin ich ganz sicher kein Held. Also ich unterstütze das nach Möglichkeiten, ja, und versuche quasi mir ein Bild, eine Perspektive zu schaffen, was, ja, was in Wahrheit dort läuft. Das kann ich auch. Ja. Aber selbst, okay, ich habe mich jetzt mit Europa, mit Deutschland zusammengetan. Ja. Ehrlich gesagt interessiert mich die Zukunft der EU mehr, ja, als die Zukunft Russlands. Ich bin optimistisch, glaube, es geht. Ja. Also in beiden Fällen jetzt. Ja. Es gibt ja immer mehr nationalistische Tendenzen, die einfach sagen, wir wollen nicht mit anderen Ländern in Europa. In Europa. Na, weil die Moderaten, die Vordenker einfach, ja,
zu große Schritte gemacht haben. Und mit der Behauptung, es gebe überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Franzosen und einem Italiener, ja, können viele nicht leben, ja, sagen wir jetzt. Natürlich gibt es Unterschiede. Ja. Sie reden verschiedene Sprachen, sie haben verschiedene Kulturen. So, nein, sagen die dann, das sind alles die gleiche Kultur, die gleichen Buchstaben, egal in welcher Reihenfolge sie ausgesprochen werden. Alle haben jetzt das gleiche Gesetz. Das wollen die Leute natürlich nicht. Aber die moderne Wissenschaft behauptet das. Also wenn ich zu meiner Tochter, zum Beispiel, die jetzt ja, ihre Ausbildung bei der Humboldt-Universität fast fertig hat, wenn ich zu meiner Tochter sage, frage, gibt es einen Unterschied zwischen Italiener und Franzosen, sage ich natürlich nein. Okay. Natürlich gibt es keinen. Ja. Das ist ja eine knifflige Frage. Ja. Europa hat enorme Vorteile bekommen dadurch, also durch diese Union, durch die Entstehung. Das merken, glaube ich, jüngere Leute mehr als die Älteren, weil die Älteren immer länger brauchen, um etwas zu merken. Die Jüngeren sind schneller. Ich glaube, die sind ja auch hier geboren. Die kennen ja, mir fällt immer auf, wenn wir mit Kindern reisen, meinen Kindern, also in Europa, erklären zu können, was eine Grenze ist. Also das, was ich noch kenne mit Pass in Schlange stehen, Geld wechseln. Ich war mit meiner Tochter jetzt in Polen. Da ist die Grenze sehr gut sichtbar. Wo seid ihr? In Frankfurt oder rüber? Stettin. Stettin, okay. Mistroy, zum Meer. Auf einmal, du hast, es beginnt mit der Werbung für Kettwurst. Ja. Die es in Deutschland nur schon aus Raleigh gibt. Und dort überall. Ja. Und dann plötzlich siehst du überhaupt keine Ausländer mehr. Du siehst keine dunklen Menschen, keine Asiaten, niemanden. Alle sind gleichfarbig. Und selbst in diesen Dönerläden dort stehen blauäugige Polen, machen Döner aus Schweinefleisch, alles gut. Da die da ist die Flüchtlingskrise zu Ende. Ja. Das wird aber, da bist du gar nicht. Ich habe es neulich in Dänemark, an der dänischen Grenze. Sind wir mit der Familie, mit einer Fähre von Rostock nach Dänemark und die Fähre kam um 3 Uhr nachts an und ich habe gedacht, da wird es keine Kontrolle geben. Warum sollte es um 3 Uhr nachts eine Kontrolle? Aber jedes Auto, was diese Fähre verlassen hat, wurde kontrolliert mit Raum, also mit hinten kontrolliert, ob da Leute drin sitzen oder sonstiges. Was ich sehr, sehr verwunderlich, dass es wieder so die Grenzen da an der Ecke wieder so bewacht werden. Ich finde das schade. Na, Polen bewachen die Grenzen nicht, die brauchen sie nicht zu bewachen. Sie wissen, also kein Ausländer beim Verstand wird nach Polen einreisen wollen. Okay. Ist ja klar. Da drüben wollte ich deine neuen Bücher abholen, dein Mobilität. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war meine erste Wohnung. Hier? 73. Das ist da, hier links. Ah. Da sitzt unser Logopäde, wollte ich schon sagen, von den Kindern. Da war ein Verlag und ich war im Erdgeschoss Hinterhof. Ja. Wie gut. Hast du jemals überlegt, aus dem Prenzlauer Berg wegzugehen? Oder Prenzlauer Berg hat sich ja wahnsinnig verändert. Also du kennst es ja. Findest du? Nee. Da waren Freunde von mir, da waren eine Freundin, sind in jedem zweiten Haus, haben Freunde von mir gewohnt. Viele sind weggezogen, aber auch nicht weit. Eigentlich sind alle im Bezirk geblieben. Ja. Wie empfindest du die Veränderung hier im Kiez, in deinem Kiez? Das ist schicker geworden, oder? Es ist schicker geworden, keine Frage. Ja. Also mir gefällt das auch, wenn meine Nachbarn immer wieder über Gentrifizierung reden. Ich frage mich, wo sind die guten, teuren Restaurants? Ja. Wo sind die tollen, ich weiß nicht, was gehört noch dazu, Massagesalons und so. Das sind, wir sind noch immer bei den Vietnamesen für 4,90 und alle löffeln diese Suppe und finden sie super. Ja. Wie auch ich gestern mit meinem Sohn, mit meiner Mama. Ja. Na, es gibt sie noch, aber es wo gibt es gute Restaurants? Ach so, hier, wo es gute Restaurants gibt. Ich wollte sagen, hier gibt es gute Teure Geschäfte? Eis ist auch überteuert und gar nicht so gut wie die Schlange. Das ist ja furchtbar. Hallo. Hallo, ich wollte einmal
Hallo, hi Gröminger. Hattet ihr die schon bereitgelegt oder schon rausgelegt? Ehrlich gesagt, was hättet ihr denn gern? Ja, hatte ich mit. Du hast mit meinen Kollegen gesprochen. Ich habe Liebeserklärung oder ausgerechnet in Deutschland, habe ich auch. Passt nein? Auch. Na, wir nehmen Liebeserklärung, dann würde ich die. Alle drei? Alle drei. Genau, fürs nächste Heft. Und dann zum Verlosen oder genau. Oder machen ein Herzchen dran. Dann machst du ein Herzchen. Können wir gleich, wir setzen uns gleich einen Anblick. Gleich musst du nicht mehr laufen. Viele Träubige, Mensch. Wo bloß nur die Zeit nehmen? Ja. Das stimmt nicht mehr. Ein anderes Thema. Also die Spätfolge des Aufwachsens in Prenzlauer Berg ist, dass meine Kinder am liebsten asiatisch essen. Ja. Vietnamesisch. Also diese Pho so. Ja. Das ist die eine Sache. Und andere Sache, ständig auf irgendwelchen Dächern herumtoben. Ja. Dunkelstraße. Oder hier. Genau wie wir, ich bin ja auch 23 gewesen, als ich hierher kam. Da saßen wir auch auf den Dächern. Ich glaube sogar, ziemlich auf den gleichen Dächern, die noch immer nicht zugemacht sind. Wie auch heute. Also viel hat sich nicht verändert. Ja. Natürlich, die Läden haben alle zugemacht. Ja. Jetzt sind das neue Läden, also die heißen bloß anders. Ja. Aber die Suppe ist die gleiche geblieben. Ja. Und die Dächer stehen offen. Ja. Und ab und zu sahen wir eine Rakete zischen, aber es war so viel Nebel und da habe ich, ihr knallt viel, glaube ich, hast du mal erzählt. Nebel ist gut, grundsätzlich, weil Nebel versteckt vieles und lässt der Fantasie freien Lauf. Okay. Ich glaube, das ist auch meine Auffassung von Paradies. Ich glaube, dass Paradies ein ziemlich nebeliger Ort ist, damit man quasi die Einzelheiten nicht erkennt. Ja. So viele eisessende Menschen auf einmal. So. Ja, hier ist doch irgendwie die Preise erhöht worden, damit die Schlangen nicht mehr sind. Ja, und hat nicht funktioniert. Das Konzept hat nicht gegriffen. Genau. Und alle, dabei reden alle von Rezession. Das ist ein kleines Glück. Was brauchst du eigentlich für ein erfülltes Leben? Ja. Du brauchst ein Eis. Ein Eis. Für die Kleinen und ein Bier für Erwachsene. Und Blumen für die Frau. Ja. Schon, das Glück. Und das funktioniert hier. Ja. Ist doch viel besser als in dem Grunewald. Ja. Wie ist dein Kontakt zum Mauerpark? Ich habe gesehen, du hast, ich weiß nicht, zahlreich, ich glaube, ich habe 5 oder 6 Videos, die du gemacht hast zum Thema Mauerpark. Hast du wir leben da. Gemacht im Mauerpark? Nein, habe ich nicht, aber das ist mein unmittelbarer Wohnort. Ja. Ja, liegt ja vor meinen Fenstern. Wir versuchen, diesen Park zu behalten. Was heißt Park? Das ist ja kein Park. Ja. Das ist, da gibt es ein Veranstaltungsplatz. Weder Mauer noch Park. Ja. und ein großer Luxus ist das. Ich empfinde immer Mauerpark als Luxus. Welche Stadt kann schon sich leisten, mitten in ihrem Herzen quasi eine solche leere Fläche zu haben, die als Projektion für alles Mögliche dann benutzt werden kann. Ja. Das ist eine tolle Sache. Ja. Die sollen auch so, gerade jetzt, wo so viele, glaube ich, scharf darauf sind, in dieser Stadt noch mehr Häuser zu bauen. Ja. Vorsicht. Ja, das ist aber auch das, ein... Ja, das platzt quasi auch. Wir haben gerade jetzt den Building auf der anderen Seite eine neue Stadt, die da entstanden ist. Und die haben sich beschwert, als erstes, jetzt vor kurzem, sie haben keinen Zugang zum Mauerpark. Ja. Die wollen auch in den Park. Ja. Aber es ist, die sind vielleicht nur deswegen hingezogen überhaupt, um im Mauerpark spazieren gehen zu können. Aber das ist ja auch so, es gibt ja auch einige Anwohner, die klagen, das ist ja fast überall so. Leute, die als junge Menschen hierher gezogen sind. Älter werden, ruhiger werden und mit einmal keine Lust mehr haben auf den Trubel. Also Trubel ja, aber nicht vor meiner Haustür. Meinst du nicht, dass das so AfD
Kulturpolitik ist, dass sie gezielt nach solchen Menschen suchen. Und einer reicht schon eigentlich. Wenn, ja, wenn du irgendeine Oma findest, die das für zu laut jetzt empfindet, ja, und sie dazu bringst, ein Papier aufzusetzen, ja, dann hast du schon, dann kannst du damit quasi Kulturpolitik machen und sagen, ja, es muss alles zugemacht werden. Ja. Vorsicht, das sind Menschen. Und das ist, ja, also auch die Folge dieser politischen Entwicklung. Ja. Auf jeden, auf dem Prenzlauer Berg. Bist du dabei? Ich bin dabei. Цвет пушистый, аромат раздольный, так и мы поднимем тост за здравный стольный, выпьем за здоровье и за счастье наше, чтоб нас миновали горе и ненастье. Пей до дна, пей до дна, чтобы жизнь была полна. Пей до дна, пей до дна, чтобы жизнь была полна. Ой, тари, 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 ой, тари, 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 ой, дай, дара, тари, 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 ой, дай, дари, тари, тари, тари. Мы тебя лелеем, снова наливаем. За наше здоровье снова выпиваем, так нальем бокалы, чтобы было счастье, чтобы нас миновали горе и ненастье. Ой, да, ори, дари, дари, ой, до дна, бей до дна. Ой, дай, дари, 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 дай, дай, дари. Ой, ты! Наливай! Наливай!